So, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, jetzt geht's weiter mit Let's Replay the Thing. Ja, im letzten Part haben wir diesen Techniker hier gerettet. Und jetzt können wir auch auf jeden Fall weitermachen. Eine Schrotflinte. Das könnte ich gut gebrauchen. Ja, das mit der Pistole ist jetzt leider ein bisschen doof gekommen, weil die Pistole hatte, glaube ich, der Techniker, den ich da gegeben habe. Und ja. Da er jetzt nicht mehr bei uns ist, haben wir auch damit leider auch die Pistole nicht. Aber was soll's. Damit muss man leben. Ist doof, aber man kann nichts machen. Aber sei es drum. Ja, der hat auch... Ja, die haben Verstärkung gerufen. Junge, pass auf. Nichts. Moment. Mhm. War klar, dass die sich dort verstecken. Wer kommt denn da? Es lohnt sich auf jeden Fall, jede Ecke und jede Tür und jeden Raum hier richtig gut zu durchsuchen. Ich brauche einen Techniker. Weil da kann man sehr viele Goodies finden. Und nicht nur jetzt die okay. Medikits, sondern auch Munition oder vielleicht auch eine neue Waffe. Man kann nie wissen. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, schauen wir mal rein, was hier so ist. Okay, das sieht schon vielversprechend aus. Wer kommt denn da? Ziel im Visier. Oh, die hier auch noch. Warum geben die einfach nicht auf und merken auch selbst, dass dieses Ding kann nicht kontrolliert werden? Aber nein, stattdessen opfern wir uns für irgendeine Sache, die richtig blöd ist. Okay. Bestimmt finden wir da irgendetwas in dem Raum. Aber wir müssen irgendwie an den drei Dingern vorbei und ich weiß auf jeden Fall, was dann passieren wird. Eine Speicherstation. Das ist ja, gut. Sir. So. Ich speichere mal. So, das Problem ist, wenn ich jetzt zu nah da komme, dann werden die Monster, ja, diese Glasscheiben zerbrechen und die werden rauskommen. Also man kann da sich nicht reinschleichen. Geh weg. Ich habe das jetzt selbst gemacht, weil... Es dauert ein bisschen, bis die da kapiert haben, dass sie sich hinter einer Glasscheibe da befinden und die werden das dann zerbrechen. Darum habe ich das sehr schnell gemacht, damit wir hier keine Zeit verschwinden. So. Ich glaube, hier können wir das finden, oder? Bei dieser Leiche. Ja, diesen Schlüssel. So. Nochmal speichern.
Für alle Fälle. Aha. Das ist der Raum, den wir brauchen. Perfekt. Das nehme ich auch mit. Ich benutze einmal. So. Schnappen wir uns die C4. In Frachtflugzeugen anbringen. Oder kurz gesagt, wir müssen erstmal aus diesem Level hier rauskommen und in den anderen Level, wenn wir diese C4s dann benötigen. Aber nicht jetzt. Jetzt müssen wir erstmal machen, dass wir hier rauskommen. Die auch noch. Einfach weiterlaufen. Nur ein kleines Mistvieh. Ist da noch jemand? Oh. Keiner dieser Dinger darf überleben. Wer kommt denn da? So. Ich bin okay. Ja, gut zu wissen. Wir sind im Eimer. Nein, sind wir nicht. Hier geht's gut. Ziel im Visier. Okay, weitere Spezialeinheiten. Ah, okay, die grillen das schon ein. Warte, ich schieße nicht mit der die. Ach, was soll's. Wir kümmern uns selbst darum. Ich wollte, dass die erstmal sich um das Monster kümmern und dann können sie mit uns dann angreifen. Junge! Schieß doch nicht auf mich, du Vollwürtel! Zwei auf einmal erledigt. Schuss. So, ja, ich möchte erstmal, dass du das da reparierst und dann können wir schauen, was sich da hinten befindet. Hm, interessant. Aber sag mal, was sehe ich denn da, bitteschön? Seht ihr das auch? Da ist in so ein Objekt da versteckt. Von den Entwicklern. Adrenalin, schnell. Sonst rastet er gleich richtig aus. So, du bleibst mal schön hier. Da du ja in Panik gerätst. Ich versuche jetzt mal dieses Objekt da rauszuholen, weil ich möchte wissen, was das ist, weil ich habe das davor überhaupt nicht gesehen. Okay, ich habe mich da reingeglitscht. Ich habe das jetzt aufgehoben. Was ist das überhaupt? Moment. Nein. Schlüssel zum Vorratsraum. Aber war das nicht dieser Vorratsraum, wo wir C4 rausgenommen haben? Ja. Okay, das ist scheiße. Ich komme hier nicht raus. Ja, sehr geehrte Zuschauer, das war schon mal ein kleiner... Sieht aus wie ausgekotzt. Ja, so kann man sagen. Das war auf jeden Fall ein ausgekotzter Fall. Und wo wir uns auch gerade in die Hose machen.
Ja, ich habe versucht, da dieses Objekt da jetzt rauszuholen, aber ich habe mich da irgendwie reingeglitscht. Ja, Sir. Aber ich kam da nicht mehr raus. Aber auf jeden Fall können wir uns auf jeden Fall merken, das ist ein, ich nehme mal an, ein unbrauchbares Objekt, das die Entwickler da reingetan haben. Weil da steht Schlüssel zum Vorratsraum und ich vermute, das ist Ich brauche einen dieser Techniker. Raum, wo wir C4 rausgenommen haben. Jawohl. Aber ganz ernsthaft, ich habe dieses Objekt davor überhaupt nicht Wir sind bemerkt. im Eimer. Also das ist das erste Mal, dass ich ihn hier in Ja, diesem Sir. Let's Replay jetzt auch bemerkt habe. Bitte beeil dich, Mann. So, jetzt ganz schnell raus, Mann. Beeil dich. Mir geht's gut. Perfekt. Wenn Okay. seine Beinekleiste voll sein wird, dann ist es vorbei. Weil ich habe keine weiteren Adrenalinspritzen. In meinem Büro eingeschlossen. Code 2622. Es halten sich eine Menge schießwürdige Männer hier auf. Und in falschen Händen könnte diese Waffe dem Gebäude schwere Schaden zufügen. Naja. Immerhin. Ja, Sir. Und genau das baue ich jetzt auch. Obwohl ich auch Silber einhabe, aber man. Vielleicht kriege ich da auch die, wie heißt es nochmal? Die Munition für den Granatenwerfer. Man kann nie wissen. Das war auf jeden Fall unerwartet. Glaube ich, der Raum hier. Bleibt mal hier. Okay. Ja, speichern wir mal. Wer kommt denn da? Oh, verdammt. Hey, nicht schlecht. Ich hab schon Angst gemacht, dass er jetzt das nicht überleben wird. Jawohl. Nicht schlecht, Mann. Nicht schlecht. Wer kommt denn da? So, hauen wir von hier ab. Oh ja, das ist jetzt dieser berühmte Hangar-Level. Und zwar, in diesem Level gibt es eine sehr interessante Sache. Und zwar, die Hangars werden von Wachen bewacht. Und sollten die Alarm schlagen, oder beziehungsweise es schaffen, den Schalter für den Alarm zu betätigen, dann werden die Hangartore geschlossen und dann ist es automatisch Game Over. Und das muss man auf jeden Fall vermeiden. Und darum würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hier das Scharfschützengewehr zu benutzen und auf jeden Fall hier richtig gut Headshots zu verpassen. Weil wenn die Wachen dann tot sind, dann sind die Hangars gesichert. Dann bleibt euch nur das C4 da einzubringen und ja, die Sache wird sich später auch dann klären. Da ist eine weitere Wache. Perfekt. So, bringen wir es mal ran. Es gibt hier vier Flugzeuge in diesen Hangars. Und dort drin befindet sich diese Infektion, also dieses Ding. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Wo ist mein Techniker? Folgt er mir etwa nicht? Da bist du ja. Warum steht er denn da? Okay. Ernsthaft.
Also wenn er die Lust dazu hat, hier im eiskalten Winter hier einfach so stehen zu bleiben, ohne richtige passende Kleidung, kein Problem. Mir macht das nichts aus. Nur wenn er dann zu meinem Eiszapfen dann wird, dann soll er sich dann bitte nicht beschweren. So, gibt es hier irgendetwas, was ich... Kommt denn da? Ja, die Frage hat sich wohl erledigt. Ich wollte fragen, ob es hier was Interessantes gibt. Auf jeden Fall können wir auf jeden Fall... Gleich scheint sicher. Ja, so kann man sagen. Auf jeden Fall können wir uns sicher sagen, dass Whitley hat vor, in diesen Flugzeugen jetzt diese Alienform zum Festland zu bringen. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Der meinte noch in den vorigen Part, dass er glaubt, die Infektion zu beherrschen. Der soll aber wissen, das ist eine außerirdische intelligente Form. Und sie ist nicht so jetzt leicht zu kontrollieren. Wer den Film Das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter gesehen hat, der weiß, dass diese Alien-Form, also mit ihr ist nicht zu spaßen. Schon verrückt, dass sie diese Waffe, dass sie diese Alienform für biologische Waffen und so weiter und so fort hier benutzen wollen. Wer kommt denn da? War klar, dass es eine Falle ist. Moment. Was bewacht da bitte schön der Soldat da? Mit den zwei Leichen da. Der hat da auf jeden Fall keine Hobbys. So, fülle ich mal das auch auf. Ich gebe dir noch ein bisschen Munition, du wirst es brauchen. Jawohl. Ja, das sollte reichen. Gibt es hier irgendetwas? Nein. Weißt du was? Ich gebe dir ein bisschen Heilung. Danke. Kein Problem. So, jetzt fehlen uns noch zwei Hangars und dann haben wir es hinter uns. Wer kommt denn da? Ja, was glaubst du denn? Gut geschossen. So, gehen wir mal da erstmal rein. Verbrenn du Mistvieh. Ich repariere das mal. Man kann dieses Ding übrigens nicht nur mit einem Flammenwerfer töten. Also, ich befolge jetzt der nicht im Spiel, sondern dem Lore. Sondern das Ding hat auch Angst. Meine Fresse. Das Ding hat auch Angst vor Säure. Also, es gibt zwei Mittel, mit denen man sie besiegen kann: entweder mit dem Flammenwerfer oder mit der Säure. Das sind zwei Dinge, die sie richtig fürchtet. Komm nur her, du fettes Stück Misthaufen. Dieses große Ding sieht aus wie so ein großer mutierter Hund oder so irgendetwas. Was gibt es hier? Als die Soldaten eintrafen, sah ich, wie Reed abgeführt wurde. Daher habe ich mich zusammen mit dem Neuen hier eingeschlossen. Benahm sich dann ziemlich seltsam und versuchte mich anzugreifen. Ich musste ihn notwendig erschießen. Möglicherweise hat er sich etwas von der Kreatur eingefangen, die ich vor der Tür hören kann. Sein Leichnam zuckt seit gestern ununterbrochen. Meine Güte. Ja, auf jeden Fall kann man da sehen, dass er es nicht geschafft hat.
Gut, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, ich mache jetzt an dieser Stelle einen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Replay The Thing. Bleibt dran, es wird weitergehen.